Hallihallo und hallo, ihr sagt, weiter jetzt mit Jurassic World. Wir werden natürlich erstmal wieder ein paar Ressourcen einsammeln, dann werden wir mal gucken, was wir hier noch für Dinos ausbrüten können. Das machen wir natürlich gleich mal anschließend, würde ich sagen. So, kohletechnisch sammeln wir natürlich wieder alles ein, was wir hier kriegen können, ist natürlich wichtig, um natürlich weiterhin Nahrung zu produzieren. Brauche ich euch glaube nichts erzählen, da wisst ihr selber gut genug Bescheid. Von daher halte ich da einfach mal meinen Mund und zocke hier einfach mal eine Runde. So. So, dann wollte ich euch einfach mal meine legendären Dinos zeigen, die ich hier am Start habe. Und zwar habe ich hier den Tyrannosaurus. Dann haben wir, wen haben wir noch als legendären? Müssen wir mal gucken. Allosaurus nicht, den auch nicht. Irgendwo habe ich hier noch einen. Ich weiß bloß nicht, wo der gerade rumhockt. Oh, das wollte ich nicht. Hier haben wir. Das ist natürlich auch noch ein legendärer. Also zwei Stück habe ich hier am Start. Zwei extrem coole Dinos, muss ich ganz ehrlich sagen. So, dann können wir auch gleich mal abchecken, wen wir hier eventuell bald noch entwickeln können. Hier können wir zum Beispiel den noch ein bisschen entwickeln. Da haben wir auch, glaube ich, eine Aufgabe, wo wir den entwickeln müssen. Oder Entwickler in beliebigen HC-Group-Tricks. Okay, um auf 21 zu kommen. Das können wir auf alle Fälle abschließen. Das ist natürlich sehr gut für uns. Aber wie ihr sagt, hier ist noch ein bisschen Bambule. Da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. 29 Minuten, 48 Sekunden. Bis wir es machen können, bis wir eventuell Glück haben, das machen zu können, muss ich ganz ehrlich sagen. So, dann gucken wir mal weiter. Wen können wir eventuell noch weiterentwickeln? Gehen wir einfach mal durch. Hier haben wir natürlich noch den Labyrinthodonatia, den wir weiterentwickeln können. Einmal haben wir schon noch 40. Außerdem würde ich von euch gerne mal wissen, wie viele Dinos ihr schon auf 40 habt. Können wir ja auch noch mal bei mir durchgehen und gucken. Ich würde sagen, machen wir es gleich. So, da haben wir zum Beispiel hier den Labyrinthodonatia. Wäre unser erster. Der zweite wäre dann der Triceratops. Den haben wir hier. Dann der dritte auf 40. Wen haben wir da? Das weiß ich gar nicht mehr genau. Ah, den Argentinosaurus wäre unser dritter auf 40. Der vierte wäre der Guanlong. Haben wir noch einen? Weiß ich jetzt gar nicht genau. Nö, sieht nicht so aus, würde ich sagen. Alphira haben wir auf 40. Zwei legendäre Dinos haben wir auch am Start. Von daher habt ihr auf jeden Fall wieder einen Überblick, was ich hier auf Tasche habe, was ich machen kann, was ich, aber das heißt, was ich machen kann, welche ich weiter pimpen können, habt ihr auch gesehen. So, dann platzieren wir den Majungasaurus erstmal, pimpen den natürlich erstmal auf, bis auf Stufe Nummer 10 pimpen wir den auf, würde ich sagen. Weiter können wir ja eh nicht. So, dann zwischen wir hier erstmal wieder zurück und gucken natürlich nochmal unsere Fleischfresser kurz mal durch, ob wir da eventuell noch einen entwickeln können. Da habe ich jetzt nicht richtig drauf geachtet. Den Guanlong, nö. Carnotaurus auch nicht. Den Giganotosaurus auch nicht. Schade eigentlich. Da hätte ich auf jeden Fall nochmal gerne einen Fleischfresser mit am Start. Ihr habt einen normalen, den wir weiter pimpen können, aber sieht nicht so aus. Von daher fällt es flach. Den auch nicht, weil das Ding ist, ja, wir haben ja hier eine Aufgabe. Können hier gleich mal kämpfen. Können wir schon. Nee, da müssen wir uns noch eine Minute gedulden. Und zwar brauchen wir hier natürlich, ich breche mal nochmal ab, Fleischfresser, drei gewöhnliche Fleischfresser brauchen wir hier am Start. Wie ihr seht, habe ich natürlich davon genug, aber die sind natürlich nicht allzu stark. Von daher müssen wir dann auf jeden Fall ein bisschen was tun. Müssen wir mal gucken, wie wir da am besten agieren im Laufe der Zeit, würde ich sagen. Hier müssen wir uns jetzt noch kurz gedulden, bis wir den natürlich mit in Kampf nehmen können. Aber das lohnt sich auf alle Fälle. Da würde ich sagen, werden wir. Wie fangen wir an? Wie fangen wir an? Wie fangen wir an? Ich würde sagen, den nehmen wir mit. Dann nehmen wir auf jeden Fall den hier mit.
und nehmen dann als dritten den mit. Aber das machen wir gleich in 16 Sekunden, würde ich sagen. Gucken wir hier nochmal rein. Hier haben wir natürlich auch noch Kampfstufe 23. Die muss ich auf jeden Fall noch irgendwie auf die Reihe kriegen. Ist natürlich extrem heavy, weil die Wahl, wir haben harte Gegner. Von daher müssen wir mal gucken, ob wir das überhaupt irgendwie schaffen können. Ich weiß ja nicht, bei welcher Kampfstufe ihr seid. Schreibt das mal in die Kommentare. Und wenn ihr hier eine Idee habt, wie ich angreifen soll, dann könnt ihr das auch mal in die Kommentare schreiben. Ihr habt ja hier die Info, wo ihr seht, welcher Dino gegen welchem relativ stark und relativ schwach ist. Von daher kann man danach mal ein bisschen gehen. So, dann ziehen wir den zurück, nehmen den als erstes mit ins Boot, den als zweites. Nö, den nehmen wir nicht als zweites, den nehmen wir mit als zweites und den nehmen wir als drittes mit, würde ich sagen. Aber wollen wir das umdrehen? Können wir uns überlegen, wie wir das machen? Ich würde sagen, wir starten einfach mal so und gucken. Nö, oder wollen wir nicht? Ah, das ist nicht so einfach. Ah, wir probieren es einfach so und gucken, was so geht. Ich bin gespannt. So, wie agieren wir natürlich in der ersten Runde? Das ist immer so die Frage. Ich würde sagen, wir nehmen den erstmal mit in die nächste Runde, den Einschlag. Macht er natürlich auch. Der greift natürlich auch gleich mit 2 an, wie ich ihn kenne. Wenn wir Pech haben. Nö, macht er nicht. Mach mal so und block und nehm 2 mit in die nächste Runde. Ah, der blockt 2, okay, alles klar. Wir haben nur ihn geblockt, das ist erstmal gut für uns. Jetzt haben wir 5 Schläge und können die natürlich aufkloppen. Ah, der blockt 2, schade eigentlich. 14 Lebenspunkte hat er noch. Wir haben auch noch 14, gut, okay, wissen wir Bescheid. Ja, geile Sache, den kloppen wir erstmal weg, machen unseren nächsten Dino auf jeden Fall gut stark, weil er auf jeden Fall ein paar Schläge dazu bekommt. Das war auf jeden Fall richtig, jetzt wird der natürlich angreifen und uns probieren zu killen, denke ich mal. Mit alle 4, das ist natürlich für uns wieder mal optimal, ganz ehrlich gesagt, weil die Walde hat halt auf den Kopf gekloppt. So können wir jetzt natürlich relativ nice agieren, haben 7 Schläge hier am Start. Da würde ich sagen, werden wir natürlich gleich mal aufs Ganze gehen. 192, ich glaube, das reicht, würde ich auf alle Fälle sagen. Dann können wir auf jeden Fall 2 blocken. Wollen wir 2 blocken und 3 mit in die nächste Runde nehmen? Reicht das? Jo, das reicht, den killen wir auf alle Fälle. Schöne Ding, geile Sache, würde ich sagen. So, dann jetzt auch schon in den letzten Kampf. Ich denke mal schon, dass wir da relativ gute Karten haben. Egal, was er macht, wir werden auf jeden Fall überleben. Ah, der greift nicht mal an. Okay, alles klar. Jetzt haben wir 7 Schläge hier am Start und die kloppen wir natürlich alle komplett ruf. 3 kann er blocken, aber das wird ihn natürlich nicht nützen, weil wir sind einfach zu stark mit unserem Dino. Von daher haben wir alles richtig gemacht. Fetter Kampf auf alle Fälle. Wieder mal in der nächsten Runde. Ich hoffe natürlich, dass der letzte Kampf auch so aussieht wie der jetzt gerade. Wäre auf jeden Fall eine geile Sache. Aber da müssen wir natürlich gucken, wie lange müssen wir uns hier dulden. Alter, da können wir jetzt andere mitnehmen. Fleischfresser sehr selten. Ah, okay, okay, okay. Wissen wir Bescheid. Oh, da ist ja richtig geil. Einen sehr seltenen brauchen wir nur. Dann würde ich sagen, könnten wir eigentlich gleich nochmal in den Kampf gehen und gucken, ob wir halt irgendwie reißen. Was sagt ihr? Wollen wir das machen? So, 3 Fleischfresser hat er am Start. Wir bräuchten auf jeden Fall Amphibien, wäre sinnvoll. Flugsaurier oder Fleischfresser. Würde ich sagen, nehmen wir den mit. Dann nehmen wir den mit und nehmen den mit. Und gehen einfach mal in den Kampf. Gucken, was geht. So, wie machen wir das am besten? Den nehme ich mit in die erste Runde oder in die nächste Runde, sagen wir es so. Gucken jetzt einfach mal, was unser Gegner fabriziert. Greift der gleich mit 2 an? Nö, macht er nicht. Wer blockt 2, alles klar. Was machen wir jetzt? Wollen wir mit alle 5 angreifen? Ah,
der Block 2, ja, nicht so blöde von ihm, aber wenigstens haben wir ein bisschen was abgezogen. Gucken, was er jetzt macht. So machen wir es. So, dann machen wir den ersten erstmal platt. Das ist natürlich extrem gut für uns. Unser hat natürlich noch nichts abgekriegt. So muss es sein. Jetzt müssen wir natürlich gucken, was er jetzt macht mit dem nächsten Dino. Der hat jetzt natürlich Schläge ohne Ende. Von daher denke ich, dass er uns platt macht. Jo, macht er. Wir konnten nur eben blocken. Von daher haben wir verdient den Dino verloren, würde ich sagen. Aber ist egal. Jetzt sieht es relativ nice für uns aus, weil wir haben wieder ein paar Schläge am Start und können jetzt natürlich extrem Bambule machen. Nehmen wir drei mit. Nehmen zwei mit in die nächste Runde und gucken einfach, ob es reicht. Jo, das reicht. Coole Sache. Fette Ding. Den haben wir auch gekillt. Von daher hat er jetzt nur noch einen hier am Start. Und ich denke schon, dass wir den auf jeden Fall auch killen können. Wenn wir uns nicht ganz so blöd anstellen, sage ich ganz ehrlich. So, was wollen wir machen? Wollen wir jetzt mit alle sechs in Kampf gehen? Oder ich block einfach mal zwei. Und nehme einfach mal nochmal den mit. Ah, holen wir den auch noch hin. So, jetzt ist er dran. Der wird natürlich mit alt angreifen. Nö, cool, nur mit zwei. Von daher konnten wir auf jeden Fall gut blocken. Haben jetzt natürlich acht Schläge hier am Start und können mit alle drauf rumpeln, was wir haben, und machen ihn natürlich richtig platt. Der sieht nicht durch. Der kriegt auf jeden Fall richtig volle Mütze jetzt. Komm schon, komm schon. 1494 Lebenspunkte haben wir abgezogen. So viel hat er natürlich nicht gehabt, aber hat auf jeden Fall gut gereicht für den Sieg. Das Coole ist natürlich, dass wir jetzt ein neues Paket bekommen. Und zwar ein extrem seltenes. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, was wir da drinnen so finden. Können wir gleich mal gucken. Alter, den hatte ich ja noch ja nicht. Mein neuer Pflanzenfresser, richtig geile Sache. Den nehmen wir natürlich gleich mal mit, können den auch gleich mal abchecken. So. Wo haben wir ihn, wo haben wir ihn, wo haben wir ihn? Den Supersaurus, okay, den brüten wir gleich mal aus. 9 Stunden, 44 Minuten dauert's. Damit können wir aber, denke ich, leben. Jetzt können wir hier natürlich noch mal ein bisschen was einsammeln und sind dann auch erstmal wieder durch für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, euch hat das extrem seltene Paket auch mal wieder gefallen. War ja schon eine Weile, oder ist schon eine Weile her, als ich das letzte bekommen habe. Von daher freue ich mich natürlich wie die Sau auf meinen neuen Supersaurus. Ist natürlich ein Pflanzenfresser, wie ihr gesehen habt. Gut, wie gesagt, ich verabschiede mich. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.